R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen zum ersten Video zu Planet Coaster. Freunde, das haben schon viele andere gemacht, ich weiß es ganz genau, aber da ich hier der beste Achterbahnbauer von allen bin und auch der größte Rollercoaster-Tycoon-Fan ever gewesen bin und es immer noch bin, würde ich sagen, ist es ja wohl mehr als nur angebracht, dass ich das jetzt spiele. Achso, ich kann mir jetzt hier einen Arbeiter erstellen, okay. Ich bin beleibt oder schlanker? Ich bin ziemlich fett, würde ich sagen. Ich bin männlich. Ja, das ist super. Die Haare machen wir einfach so. Genau, ja, das bin ich. Bart, den machen wir so. Perfekt. Brille machen wir weg. Das hier würde ich gerne anziehen. Sehr gut. So, das ist sehr schön. Und einen Hut will ich aufhaben. Sieht doch genauso aus wie ich, oder? Ich würde sagen, wir machen noch meine Haarfarbe hier. Oberteil nehmen wir das hier und machen das, ja, cool. Jetzt bin ich Leadsänger in einer Death-Metal-Band. Das bin ich, Alter. Das bin ich. So sehe ich aus, Leute. Sehr geil. Okay. Lege das Hauptquartier deines Avatars fest. Kann ich die Erde... Oh, die kann ich hier drehen. Das ist da. Da ist das. Ich bin König von Welt. Das könnt ihr das sehen. Mir gehört die Welt. Oh! Hallo? 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 Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, meine Freunde. Ich habe früher Rollercoaster Tycoon wirklich über alles geliebt. Ich habe es geliebt, Freizeitparks zu bauen. Ich habe sogar damals mit Rollercoaster Tycoon Folgendes gemacht, meine Freunde. Da kann man mir immer noch für auf die Schulter klopfen für diesen Geniestreich. Man konnte früher bei Rollercoaster Tycoon einfach Bilder nehmen und die an so Schilder hängen. Und ich habe einfach eine Geisterbahn gebaut und habe in diese Geisterbahn Bilder von meinem kleinen Bruder reingepackt. Habe das ihm gezeigt und er ist natürlich apeshit crazy gegangen, hat es überhaupt nicht gefeiert. Ich persönlich fand es sehr schön und fand das auch angebracht. Und das war das, was ich früher gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich dieses Let's Play hier treiben werde. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das spielen werde. Aber es ist einfach ein Spiel, wo ich selber jetzt irgendwie total Bock drauf habe. Und ich nehme jetzt einfach mit auf eine fabelhafte Reise in die Welt des Seins. Ja, jetzt einmal laden oder... Ersteller im Rampenlicht sind The Lady Signer, Dean Searle, Fablalinky, James Tyler und Cookie Monana, Mark Cox, Matt Priest. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal und zwar mit einer Herausforderung. Denn ich möchte Herausforderungen meistern, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und bauen einen wunderschönen Tropenpark, eine Graslandschaft. Mit einem unbegrenzten Budget und Bauer in einer riesigen Landschaft. Unbegrenzten Budget. Freunde, ich nehme die Tropen und wir nennen den Park Tropical Funland for Everyone. Ich glaube, marketingtechnisch wird sich dieser Name auf jeden Fall durchsetzen. Ich rieche jetzt schon förmlich das Geld, was mir hinzufließt. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Pfeiltasten. Wie scrolle ich raus und rein? Das kann ich hier irgendwie... Hallo? Okay, so. Mit dem Mausrad. Okay, das ist sehr schön. Also bis dato haben wir nur unseren Eingangsbereich vom Tropical Funland for Everyone. Und da ist bis jetzt auch nicht mehr zu sehen als zwei Springbrunnen, die nur für Wasserverschwendung sorgen. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen direkt mal an. Wie viel Geld haben wir denn gerade? Wo sehe ich das? Wir haben 4000 Dollar. Mal gucken, was ich dafür bauen kann. The Madness und Grendel können wir bauen. Kann ich denn hier was Eigenes bauen? Hybrid Coaster. Also ich möchte gerne was Eigenes bauen. Meine Baupläne habe ich hier noch gar nicht. Schienenfahrgeschäfte, so. Den Wild Blue können wir bauen, den Wheelie Rig. Oh, guck mal. Alter, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Klohaus, Leute. Das ist ja wohl mal klar. Tropical Klohaus, guck mal hier. Also ihr seht auf jeden Fall, Freunde, wir können hier deutlich mehr machen als bei anderen Spielen, sag ich mal. Wir können auch hier alles selber bauen. Theoretisch könnte ich jetzt hier eine Unterhaltungsstelle bauen und die unterhält die Leute einfach. Die stellen sich hin und lachen den ganzen Tag. Wir können hier, wie gesagt, die kompletten Sachen selber einrichten und so. Und ich finde das super cool, dass man hier alles selber machen kann. Leute, es ist einfach ein Traum für mich, wirklich. Ich liebe solche Games. Ich habe früher Rollercoaster Tycoon über alles geliebt. Hier zum Beispiel eine Holzkiste. Die kann ich hier einfach hinsetzen. Wie geil ist es bitte? Das sind aber fertige Achterbahnen. Das will ich ja gar nicht. Ich würde hier schon selber was bauen eigentlich. Freunde, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einer wunderschönen Achterbahn an. So. Das ist, glaube ich, relativ einfach hier. Dann haben wir Station. Kann ich nicht noch mehr Stationen machen? Kann ich nicht. Brauche ich auch gar nicht. Ist ja auch egal. So, Winkelausrichtung. Jetzt kann ich die hier neigen. Was können wir hier alles bauen, Leute? Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, wie geil ist es? Nur leider blicke ich überhaupt nicht durch Kettenlift. Ende Kettenlift. Bin ich jetzt... Vielleicht hätte ich mich vorher damit Oh. Jetzt ist die ganz weg. Ja, jetzt habe ich 400 Dollar verschwendet für nichts. Das, läuft gut. Das läuft gut. Was ist das hier? Damit drehe ich das Ganze. Das ist gar nichts. Das ist auch zum Messen. Kettenlift Start. So, den brauchen wir auf jeden Fall. Ah! Ah!
Ah! Es tut sich was. So. Jetzt fahren wir erstmal hoch. Nein! So. Leute, so. Jetzt tut sich hier was. Jetzt tut sich hier was. So. Jetzt machen wir hier aber erstmal die Neigung wieder normal. Das muss aber dann auch wieder Kettenlift sein. So. Und jetzt können wir nämlich hier sagen, runterfahren. Achtung, Leute. Schaut euch das mal an. So geht das hier. Oh, ist ein bisschen steil, oder? Ich habe nur noch 80 Dollar. Ja, dann können wir die mal testen, ganz kurz, die Achterbahn, wie die so läuft. Wir schauen mal ganz kurz, wie die Achterbahn so ist für die Gäste jetzt. Also man sieht jetzt hier, ja, so persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das gar nicht so schlecht jetzt. Ja, wir haben noch 80 Dollar jetzt. Wir starten das einfach nochmal neu. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach nochmal mit der Herausforderung in den Tropen. Und nennen das dieses Mal dann Very Money, Very Much Money Park. Weil wir wollen natürlich sehr viel Geld damit verdienen. Gut, erreiche eine Szeneriebewertung von 40, Leute. Ja, dann werde ich mich für den nächsten Part, den ihr auch hoffentlich sehen wollt, falls ja, einfach jetzt einen Daumen hoch dann lassen, mit dem Ganzen auseinandersetzen, weil das kann natürlich nicht sein, meine Freunde, dass ich hier so reingeschissen habe als Profi-Achterbahnbauer, ja. Darf das eigentlich nicht sein. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Nervenkitzel von... Ja, Leute, ich glaube, das nehmen wir jetzt einfach. Aber ich finde, das persönlich würde sich hier vorne ganz gut machen. Wir bauen das erstmal hier hin. So, den Eingang platzieren wir natürlich jetzt erstmal. Den machen wir hier hin. So. Ich finde es tatsächlich sehr viel cooler als bei Rollercoaster Tycoon, weil man hier einfach irgendwie... Ich weiß nicht, man kann hier einfach... Okay, das ist ein anderer Weg. So gehe ich hier hoch, so gehe ich hier runter. Okay, wir nehmen einfach mal den Weg, den wir auch schon hatten. Und gucken uns jetzt auch mal an, wie das jetzt hier aussieht. Gehen auch mal in den Wagen rein. Und jetzt fahren wir mal, Leute. Jetzt wird hier erstmal ein bisschen Spaß gehabt. Achtung, schaut euch das mal an. Alter. Das ist schon eine Öffnung. Ich würde sagen, wir den Very Much Money Park können wir jetzt auch schnell öffnen. Den kann ich nämlich hier wahrscheinlich öffnen. Dieser Park ist gesperrt. Wie kann ich denn hier... Hallo, ich würde gerne einfach... Building, vom Building drin her, ja. Wo sind die Gäste? Ach, da! Da! Hallo! Wild Blue, genau, geh mal, ich bin angekommen. Was hast du denn? Durst? Das ist kein Problem, mein Freund, das ist kein Problem. Du kriegst direkt was zu essen von mir, was zu trinken. Ach Leute, es geht gerade alles drunter und drüber. Hier, der Weg ist auch nicht richtig angebaut. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Ich muss jetzt wirklich mal konzentrieren hier. So, das Ding ist auf, Leute. Fahrt jetzt auch mal bitte damit, ja? Bessere Qualität in der Warteschlange. Hey, ist doch mega schön. Ich weiß gar nicht, was das soll. Gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Szenerie, meine Freunde. Also, das ist nämlich das, was ich tatsächlich so liebe und was ich auch super gerne gemacht habe damals. Hier erstmal so ein Anker. So für ein bisschen rustikales Feeling, sage ich mal ganz ehrlich. So, was ist denn mit euch? Nee. Bleib bloß zu teuer. Das kostet doch gar nichts. Das ist doch umsonst. Oh, 9 Dollar. Leute, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das ist viel zu teuer. Hör mal, Leute, haben wir schon Eintritt gezahlt hier. Sehr schön. Wir haben einen Getränkeladen. So. Das ist sehr gut. Kosten mit kaum Milkshakes. Und das ist das, was die Leute trinken. Das ist das, was die Leute wollen, Leute, Freunde. Hier noch einen kleinen Weg hinbauen. So. Ich komme langsam rein ins Spielgeschehen. Ich komme langsam rein. So. Das heißt, die Leute fahren zuerst mit diesem Ding und kaufen dann direkt Getränke, setzen sich auf den Thron und fahren nochmal damit. Das ist perfekt. Das ist ja genial, was ich hier mache. Es gibt Spaß im Park. Was ist jetzt los? Bei diesen Eintritt. Wild Blue ist doch umsonst. Es ist doch umsonst, die Idioten. Hey, Leute, das ist mit das heftigste Game, was ich jemals gespielt habe. Das ist all das, was ich bei Rollercoaster Tycoon nie machen konnte. Ist das cool. Ist das cool. Obwohl wir am Anfang so gefailt haben, habe ich jetzt schon wieder richtig Bock. Antriebsdüse, was ist das hier alles? Brunnenspritzer. Brodelnder Dampf kann ich hier hinmachen. Kann ich hier drunter setzen? So, wenn man sich nämlich auf den Thron hinsetzt, dann wird man nämlich nass gespritzt. Ist doch das, was jeder Mensch will, oder? Okay, was brauchen wir noch, Leute? Wir brauchen was zu essen. Souvenirläden, Imbissbuden. Buzzy the Clown, Pirates First Aid. Ich würde sagen, sowas bauen wir einfach alles selber, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde sowas selber zu machen viel geiler eigentlich. Guck mal hier bei Gebäude, da haben wir ja auch Achterbahnstationen und sowas. Wir können ja schon vieles hier. Sehr geile Sachen. Ich muss nur nochmal herausfinden, wie ich diese Sachen drehen kann. Guck, hier kann ich alles selber bauen. Oh Gott. Oh Gott, Leute, dieses Spiel erfüllt mir gerade meine feuchtesten Träume, Alter. Okay, Psycho Taola. Was haben wir noch? Jetzt hängt ja leider der Efeu in der Luft. Aber, Freunde, ich glaube, wir starten hier in eine sehr, sehr gute Zukunft mit diesem Spiel. Ich habe mega Bock, das weiter zu Let's Play, meine Freunde. Wenn ihr Bock habt auf den zweiten Part, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und ich bin gerade mega baff von diesem Game, Leute.
Der Much Money Park wird auf jeden Fall ordentlich Cash machen. Ihr seht schon, wie das hier voll ist, Leute. Und ja, ich finde es sau cool. Ich hoffe, ihr habt genauso sehr Bock wie ich auf dieses Spiel. Und ich würde mich echt über einen Daumen hoch freuen, meine Freunde. Ja, lasst gerne konstruktives Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.